So, ich wollte gerade mal zeigen. Ich hatte ja in einem der letzten Videos gezeigt, wie die Schule aussah nach dem Konvertieren der Karte. Und jetzt habe ich das so gemacht, dass ich aus der Karte heraus den Schulbau ausgeschnitten habe. Da gibt es eine Möglichkeit, wie bei Minecraft mit einem World Edit Mod, der funktioniert so ziemlich genauso. Und jetzt gehe ich mal hoch und ich habe nämlich dann diese Schule, diese sogenannte Chematic, also Schema, Schemata, nee, Schemata ist Mehrzahl, also dieses Schema rauskopiert und dann in eine frische Welt hineingefügt, wo ich keine oder wo ich nicht so viele Fehler hatte. Und daraus, und da bin ich jetzt. Und ich habe schon ein bisschen angefangen, sozusagen aufzuräumen. Was man sieht, sind hier Fehler eben bei den Zäunen und auch Fehler bei den Fenstern, dass die also nicht glatt sind, die Scheiben, sondern die müssen nochmal nachbearbeitet werden hier, ne? Das ist nicht richtig. Aber das Innere und vor allem das Quarz ist vorhanden. Hier habe ich schon mal die Scheiben ausgewechselt. Ich habe auch andere Lampen eben eingefügt, weil die, die ich vorher hatte, das waren Seelaternen bei Minecraft. Das sieht halt nicht so gut aus. Hier habe ich rumexperimentiert mit Lichtern an der Wand, mit anderen Steinsäulen. Und wenn wir jetzt gerade mal ein bisschen schneller läuft Richtung Cafeteria. Ups. Da habe ich auch schon Lampen eingebaut und hier gibt es halt auch was zum Hinsetzen, Stühle und Tische. Die Beleuchtung, das sieht schon ein bisschen anders aus. Aber es war ein sicherlich vertretbarer Aufwand, um das, was man schon gebaut hat, hier nach meinem Test rüberzuholen. Die Lampen sind sehr schön, diese flachen Lampen, die man draufsetzen kann, auf die anderen Steine drauf. Muss mal gucken, ob ich hier das so mache oder so, weil das sieht mit einer anderen Textur dann ganz anders aus. Jo, und ich denke, da kann man jetzt dann weiterarbeiten und das Ganze noch ein bisschen mehr verschönern. Was vielleicht noch hier ist, das sieht jetzt da hinten so weiß aus, das ist ein bisschen ungewohnt. Und zwar geht es hier darum, dass ich keine sehr weite Darstellung habe, einfach weil mein Rechner nicht so schnell ist. Das geht zwar manchmal, hier sieht es halt ein bisschen komisch aus, das kann ich einschalten. Und dann habe ich hier dieses Full Range enabled. Man merkt dann aber, dass es wesentlich langsamer geht. Gerade die Drehung ist irgendwie schwammig, aber man hat eben einen sehr weiten Blick, kann das ganze Gebäude durchschauen. So, der Fahrstuhl muss noch repariert werden. Das kommt alles noch. Aber ich finde, die Konvertierung hat eigentlich ganz gut geklappt, der Karte. Und dass das nicht am Anfang gleich so gut aussah, ist halt, denke ich, einigermaßen normal, wenn man da das von dem einen in andere Spiel rüber kopiert.